Das ist ein Remaster von der GameCube-Version. Du kannst doch sagen, das ist ein Remaster von der Wii-Version. Ändert das was? Also eigentlich ist es eher von der Wii-Version, weil man kann springen als Ball. Das konnte es auf dem GameCube nicht. So, warte, wir wollen zu den Ruinen. Ja, gehen wir einfach da hoch. Ja, dass man da als Kind für das Spiel zu schlecht war, kann ich irgendwie verstehen. Als Kind checkt man alles nicht. Also das Spiel hilft einem zwar, aber trotzdem so als Kind checkst du das ja trotzdem nicht. Deswegen ist es nicht verwerflich, wenn man als Kind Metroid Prime nicht durchgespielt hat. Ich habe, glaube ich, auch sehr lange gespielt damals. Wenn man jetzt guckt, ich habe 2 Streams gemacht. Und bin jetzt eigentlich durch und hab fast 100%. Aber ich kannte das Spiel halt auch und wusste, wie das Spiel tickt. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die letzten 4 Raketendinger sind. Scheiße, Mann. Safe habe ich die auch schon mal gesehen, aber ich habe die jetzt vergessen, weil ich die nicht holen konnte. Ah, alles scheiße. So, wir wollen in die Ruinen. Ich will einmal in den Maschinenraum gucken, dass ich zumindest das einmal ausschließen kann. Beim ersten Boss, also beim ersten richtigen Boss, bei der Pflanze also. Das Ding ist, es ist auch ein Unterschied, ob man das Spiel gespielt hat, als man schon... Ja, weiß ich, Spiel. Weil wenn man das Spiel gespielt hat, wenn man nicht lesen konnte, oder nicht richtig lesen konnte, oder das Gelesene nicht verstanden hat, dann ist das halt einfach Schwierigkeitsstufe ultra hart, das Game. Ja gut, mit 12 solltest du ja lesen können. Das ist ja... Ich will zu den Ruinen. Also da nach links. Das stört mich jetzt, ne? Dass mir 4 fucking Upgrades fehlen für 100%.
Und wenn ich wüsste, wo auf der Map die liegen, also an welchen Orten. Ich muss ja nur den Raum wissen. Respawned. Okay, ich bin jetzt kein einziges Mal gestorben. Ich weiß jetzt nicht, wie man respawnt in dem Game. Bin ich gestorben? Nee, ich bin nicht gestorben bisher. Oder? Nee, ich glaube nicht. Wo ist der Maschinenraum? Hier, irgendwo war der, ne? Da. Okay, wir wollen zum Baum. Mal scannen sollen. Der hat einen roten Hintern gehabt, glaube ich, ne? Nicht, dass das ein anderer ist. Moment. Ich muss kurz was gucken. Ich glaube, damit die respawnen, muss ich einmal hier den Gang entlang und hier rein. So, und jetzt wieder zurück. Ich glaube, man muss einen Raumabstand haben. Ne, ist der gleiche. Okay. Weil der erste hat den grünen Hintern gehabt. Sterben in Videospielen ist immer blöd. Naja, ja. Sterben in Videospielen ist immer doof. Durch mal lauschen, immer ob ich irgendwie nochmal ein Upgrade höre. So, wir sind am Baum. Dann wollen wir geradeaus. Den Sonnenhof haben wir abgearbeitet. Da muss ich nicht mehr lang. Okay. Ach, Papiste. So, jetzt wollen wir links rum. Genau, die habe ich auch, die Wand hier. Die habe ich nämlich gerade in der Liste auch gesehen, wo ich reingeguckt hatte, welche Upgrades ich haben könnte und welche nicht. Die Wand habe ich wieder erkannt. Oh, das ist der Raum. Ah, den habe ich. Wobei. Wenn hier eine Magnetschiene ist, habe ich den nicht. Ah, ich höre ihn. Ja, okay. Den haben wir nicht.
Gut, brauche ich nur noch 3. Es wird schlimmer, weil jetzt brauche ich 3 und für die 100%. Aber da hat mich mein Gedächtnis in der Hinsicht nicht im Stich gelassen, dass ich den nicht haben könnte. Aber welche fehlen mir jetzt noch? Da. Schau, wie es mal hier. Mir fehlen 3 Upgrades, das ist zum Kotzen. Und wenn ich diese Liste durchgucke, bringt es mir nichts. Das Video für alle Fundorte ist einfach 40 Minuten lang. Hier hat einfach einen halben Roman geschrieben, ohne Bilder. Wir sind gerade in den Chozo-Ruinen, ne? So, den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Verbrennungskammer. Liegt ein Raum. Wo ist die Verbrennungskammer? Hier. Ich stehe jetzt eben hin und gucken. Ja, komm. Dafür hoch, ja. Das ist jetzt halt wie so eine Nadel im Heuhaufen. Ich meine, hey, es sind nur 50 Locations, aber trotzdem. Und ein paar kann man ausschließen, zum Glück. Trotzdem sind das echt viele. Ja, kann schon sein, dass da einer liegt. Das ist so ein Raum, da warst du einmal drin. Und vielleicht hatte ich die Bomben da noch nicht. Dann möglich. Okay, den habe ich. Ich hatte kurz Hoffnung.
Aber nein, die Löcher müssen ja immer zugemacht werden. Okay. Ruin in der Baumhalle. Den habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Den muss ich haben. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Brunnenruine, Morphball habe ich. Beim großen Becken. Was? Aber da war, ich habe da nichts mehr gehört. Da darf nicht noch einer sein. Oh mein Gott, wir gehen da jetzt nochmal hin. Also warum stehen die denn nicht hintereinander? Stehen sie? Ich bin nur dumm. Aber ich habe das Safe doch einen gefunden. Die zweite lag dann nur für später. Ich habe da auch nichts mehr gehört. Nee, ich gehe da nicht hin. Nee, nee. Die muss ich haben. Oh, scheiße. Kann ich hinterher immer noch dran denken. Den habe ich safe. Habe ich safe. Habe ich heute erst geholt. Den habe ich auch heute erst geholt. Großes Ruhebecken. Wir gehen doch zum Ruhrbecken. Da ist nämlich doch was. Da hatte ich den Gravity Suit noch nicht. Da muss da was sein. Boah. Keanu Reeves Matrix, Alter. Keiner hat mich getroffen. Dann kann ich die eine Location auch noch checken, wenn ich eh wieder hier bin. Hier unter Wasser ist nämlich noch was, ich erinnere mich. Hier. Ja. Das habe ich nie geholt. True. Zwei noch. Zwei. Jetzt checke ich die Laserdinger da oben mal ab noch. Okay, aber dahinter, okay, den hat man gesehen. Aber der hat sich neu aufgebaut. Ich musste gerade lachen, weil ich dachte, lol, ich habe das ja doch nicht geöffnet. Aber man hat die Rakete dahinter gesehen und ich habe die damals sofort geholt. Okay. Ich hatte gerade kurz Hoffnung, dass sie doch hier liegt. Okay. Zwei noch. Uff. Okay, warte. Beim Lavabecken, das an die Brunnenruine grenzt. Brunnenruine. Hier, aber das müsste ich haben. Da bin ich heute erst lang gegangen, glaube ich. Wir gehen trotzdem mal hin. Einfach nur für die Schoso-Ruinen abhaken können.
Einmal speichern. Den danach habe ich wieder safe. Den gucken wir einmal Lavabecken. Dann haben wir die Chozo-Ruinen zumindest abgehackt. Lavabecken? Das da. Ja. Kommen die Geister wieder. Dass die immer wieder kommen, verstehe ich nicht. Da ist kein Artefakt in dem Raum, nix. So, links rum. Dahinter rechts in den Gang. Was? Hier. Ja, hier ist was. Lol. Als Kugel? Wow. Okay, einer noch. Einer noch. Uff. Okay. Den habe ich. Kommen wir in die Magma-Höhlen. Gehen wir doch nicht auf den Senkel. Da liegen unten die Gegner, dass hier an der Seite einen kleinen Raum in einem Morph befallen. Aua. Die Röhre bringt euch unter die Gitter in die Grube. Sucht den einzigen anderen Durchgang hier unten. Den müsste ich haben. Den habe ich. Wow. Habt ihr die Stelle auf dem Bild unterhalb erreicht mit dem Grapple-Beam-Punkt an der Decke? Dreht euch nach links zur Wand und bombt euch hoch in den Morphball-Schacht. Lava-Kanal. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach Magmor runter. Da, einfach geradeaus. Perfekt. Also wenn mir der letzte Magmor fehlt, wäre ja wohl High Life, ey. Wenn wir den heute noch finden, wäre das insane gut. Weil ich kann das jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Dass mir ein Missile-Container fehlt, ey. Dachte schon. Hier war auch einer auf dem Bild. Ich einfach mal for safety rolle ich hier einmal durch. Aber hier war einer drin, glaube ich, und den habe ich. So.
Dann haben wir wirklich alles. Dann haben wir alle Upgrades und alle Ausrüstungsteile. Ab zum Lavakanal. Ach fuck, nee, den habe ich. Große Klammerbockgrube. Perfekt, laufen wir dran vorbei. Das Gute ist, Magma sollte schnell durchgecheckt sein. Magma ist nämlich nicht so groß. Und tatsächlich ist es am wahrscheinlichsten, dass es in den ersten beiden Gebieten ist. Also, Chozo ist ja jetzt clear. Kann auch ein Talon sein, klar. Aber das sind ja so die Gebiete, wo man am Anfang am meisten nicht hat. Also, man hat keine Power-Raketen, man hat keine Power-Bombs, man hat nix. Große Lavabecken. Kleine Klammerbockgrube. Große Klammerbockgrube. Ich glaube aber, das ist die Rakete da. Dürfte der sein, der mir hier gerade gezeigt wird. Den habe ich ja. Hinter dem Schiff von Samus, den haben wir. Den haben wir auch. Wildwuchskaverne. Kann man beim Durchqueren nicht verfehlen, dann habe ich diese Rakete hoffentlich. Den habe ich. Den habe ich auch safe. Den weiß ich nicht. Große Baumschlucht. Dafür muss ich wieder nach Talon hoch. Warum bin ich dann überhaupt... Also, ich glaube... Ja, okay, wir gehen weiter geradeaus. Ja. Magmo hat echt kaum Raketen-Upgrades gehabt. Weil die Liste war echt schnell vorbei mit Magmo. Da waren ja irgendwie nur 4 Locations oder so. Warum geht denn die Kamera so krass runter?
Aber warte mal, ich glaube, hier drin kann... Hier drin? Ja doch, hier drin könnte auch noch einer sein. Moment, den gucken wir jetzt nach, bevor ich weitergehe. Nee, das ist der da oben. Ja, nee, den habe ich geholt. Ja. Hier auch keinen mehr. Lass mich da rein. Hier sollte der echt nicht sein. Sagte er und wird den hier irgendwie verpassen. Ich sehe es doch schon kommen. Große Baumschlucht. Der großen Baumschlucht sind zwei. Boah, lass es bitte da sein. Oh, Wurzelschlucht ist gut. Wo ist denn die Baumschlucht? Ach da, okay. Ich dachte, Wurzelschlucht und Baumschlucht sind aneinander. Obwohl, nee, Wurzelschlucht wird aber nicht mehr sein. Nee, der mit den roten Türen. Die rote Tür habe ich ja. Ah, Wurzelschlucht sind zwei. Den habe ich aber auch. Das war der hinter den Ranken. Muss ich wieder durch die Fregatte? Kann's nicht mehr sehen, ne? Ich kann die Fregatte nicht mehr sehen. Klar könnte ich jetzt durch eine andere Welt rennen und Teleporter suchen, aber ey, wir gehen doch so gern durch die Fregatte. Dass das Spiel da einem keinen Shortcut gibt, ne? So an der Fregatte vorbei vielleicht. Wäre mal ganz nice. Man, die Laufrichtung geht noch. Da ist nur eine Stelle kacke, wo man hochklettern muss. Diese eine Schräge mit den Plattformen. Sonst kann man eigentlich immer gut runterfallen irgendwo. Dennoch ist dieses Gebiet so kacke.
man es hier nicht verkackt, kann man eigentlich gut darunter springen. Und hier ist die doofe Stelle. Springen doch! Oh mein Gott. Springt sie nicht? Ist das rutschig hier? Wieso falle ich denn immer runter? Weil die Plattform mini ist. So. Vielleicht muss ich es nochmal. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Ja, ja. Ist falsch? Nein. So, große Baumschlucht. Ganz oben bei dieser Magnetbahn. Ich höre hier halt auch nichts. Aber so, kurz davor müsst ihr durch einen Morphballabschnitt rollen. Ja. An der U-förmigen Stelle könnt ihr mit einem Boost zur Oberseite gelangen. Ach, den habe ich schon. Ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Ja, den habe ich. Okay. Oh lol, ich bin in die
in die Plattform geditscht. Nutzt den X-Ray-Visor. Bringt auf sie und damit einen Dorf schon weiter zur blauen Tür links in den Ding. Ja, den haben wir auch. Kurze Schlucht hatten wir auch. Ah, jetzt will das Spiel uns. Ich skippe jetzt einmal das Eisgebiet und guck bei Fasernminen, weil hier der Teleporter ist dafür. Den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Auch. Pilzbeet habe ich auch. Den könnte ich nicht haben. Pilzbeet B. Oder habe ich den geholt? Mit dem X seht ihr die Ansammlung und mit einer Bombe sprengt ihr den Zugang zum Container. Pilzbeet B. Der kommt mir unbekannt vor. Aber die Fasernminen sind ja eh so ein Ding in meinem Hirn. Die verdränge ich schnell.